Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben von der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin im Team für Hochschuldidaktik gemeinsam mit meinen Kollegen zuständig für Vorbereitung und Umsetzung des Tag der Lehre. Wolfgang? Genau, mein Name ist Wolfgang Gruber. Ich bin hier an der Fachhochschule St. Pölten für den Bereich Game-Based Learning zuständig und ja, diverse andere Dinge, die mit Hochschuldidaktik zu tun haben. Genau. Und deswegen fragen wir jetzt unsere fantastischen Beitragenden, wer sie denn sind. Ja, hallo von uns aus Stuttgart. Wir sind beide im Zentrum für Management-Simulation. Mein Name ist Birgit Zürn. Ich bin Christian Hühn. Und unser Job ist, den ganzen Tag Planspiele zu organisieren und durchzuführen bei uns hier an der Dualen Hochschule in Stuttgart. Und das machen wir ungefähr 200 Mal im Jahr. Wunderbar. Ihr habt es ja auch eingereicht, weil ja auch das Thema Projekt problembasiertes Lernen, Lehren ist. Und die Einstiegsfrage ist, wie kann ich dafür sorgen, dass das in einer Hochschule garantiert schief geht, vollkommen in Wahnsinn, Chaos und Entsetzen endet? Das ist eine gute Frage. Ja. Wie kann man projektbasiertes Lernen komplett versauen? Also das Erste, man muss natürlich auch fachlich versiert sein, sonst läuft es 100% schief. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, ja, wenn ich nur vorne stehe und irgendwas über projektbasiertes Lernen erzähle und das nicht erlebbar mache, könnte ich mir gut vorstellen, ist der Effekt wahrscheinlich eher gering. Also ich denke auch eine rein frontale Vermittlung von irgendwelchen Methoden ohne Praxisbeispiele, ohne dass ich was ausprobiere, ohne dass ich in die Diskussion komme, das kann nur schiefgehen. Wolfgang. Okay, auf Basis dessen, was ihr jetzt gesagt habt, wie würdet ihr zum Beispiel jetzt den Faktor des Teambuildings einschätzen? Ja? Wie wichtig ist das zum Beispiel? Ja? Oder was wäre sonst noch wichtig in einem Teambuilding? Also das wäre jetzt meine Vermutung, dass Teambuilding doch einen sehr hohen Rang einnimmt in den Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, PBL gut umzusetzen. Naja, projektbasiertes Lernen. Projekte werden ja meistens tatsächlich in Teams und nicht nur alleine gerockt und erledigt. Von dem her gesehen sind genau diese nicht kognitiven Faktoren beim Lernen durchaus mitentscheidend, auch für das Gelingen von Projekten und das zu fördern und das zu, ja, zu fördern und zu fordern. Das ist, glaube ich, auch ein Ziel von solchen Veranstaltungen oder muss ein Ziel von solchen Veranstaltungen sein. Ja, also wenn ich dran denke, wie wir zum Beispiel Projektmanagement in der Lehre umsetzen, dann ist das tatsächlich mit einer interaktiven Lernmethode. Das heißt, der Kurs kommt zu uns und dann wird ein Team gebildet. Wir setzen dafür Lego Serious Play ein zum Beispiel. Das heißt, die Studenten müssen ihre eigenen Fähigkeiten erstmal bauen. Was können Sie gut? Wo sehen Sie sich im Projekt? Welche Rolle könnten Sie übernehmen? Sind Sie eher zahlenaffin oder eher kreativ? Und so entsteht dann nach und nach ein Team, mit dem Sie dann tatsächlich ein konkretes Projekt durcharbeiten, dabei sämtliche Methoden praktisch anwenden. Und ich glaube, da bleibt ziemlich viel hängen dann auch, was einfach der Lernerfolg nachher auch den ausmacht. Super. Super. Dann stelle ich jetzt die Frage, was habt ihr genau in eurer Session vor? Ja, in unserer Session, dem Workshop Brainwarming, geht es genau um solche Methoden, die jetzt also neben dem Fachwissen auch diese nicht kognitiven Fähigkeiten antriggern, beziehungsweise helfen, hier Tools zur Verfügung zu stellen, die man in den Seminaren, in den Workshops gut einsetzen kann, flexibel, ohne großen Materialaufwand. Es geht um Problemlösekompetenz, Frustrationstoleranz, all diese Dinge, die man eben braucht, um ein gutes Projektmanagement oder projektorientiertes Lernen auch zu überstehen. Wir werden auf jeden Fall auch ein Feuerwerk abbrennen in diesen 90 Minuten. Also es werden mindestens 4 bis 5 Tools, Methoden vorgestellt werden, angespielt, ausprobiert, diskutiert. Und insofern bekommt man da, glaube ich, richtig was für die Praxis auch an die Hand.
Das klingt großartig. Das heißt, höchste Zeit, sich für den Tag der Lehre am 18. Oktober anzumelden. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, weil das noch dazu kostenlos mit so fantastischen Beitragenden. Das heißt, wir freuen uns schon wahnwitzig auf diesen Tag und auf unsere gemeinsame Zeit, wo wir auch noch eine coole Plenaraktion mit euch machen werden. Wer das erleben will, die muss tatsächlich jetzt anmelden und kommen. Bis dahin. See you. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.